Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Kirby und das magische Garn. Beim letzten Mal haben wir bei Fangora uns endlich den Flicken geholt, der uns gefehlt, und jetzt geht's in den Temperamentstempel und ich sehe das und denke mir so, das sieht doch so scrolling aus. Und wir wissen alle, ne, Self-Scrolling-Level machen Spaß. Oder so. Oh. Oh, was ist das denn? Hatten wir das schon? Ach, das Auto! Das Feuerwehrauto. Feuerwehr Kirby to the Rescue. Oh Gott, das ist ein... Das ist ein Self-Scroller. Ich mag aber den Gesichtsausdruck der... der Schlange. Der ist super. Gefällt mir. Ten-ten. So, ich will ja nicht, dass die Sachen runterfallen. Komm. Ja, komm. Gebt eure Schätze her. So. Bleibst du da oder versinkst du zufällig? Nee, der scheint da zu bleiben. Ist doch sehr nett von dem Kollegen. Okay. Die gerne nochmal. Oh, die Pyramide! Manche sagen, dass dieser dekorative Gegenstand heilende Kräfte hat. Oder einen antiken Geist. Oh. Aus dem alten Ägypten. Ja, den Geist eines Pharaos. Dass mich das jetzt nicht getroffen hat, ja. Das ist jetzt eigentlich das gerüchtigste Gerücht der der Welt. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Kumpel. Ja gut, RIP. Uhuhu, das... Ganz schön Perlen, die wir da gerade verloren haben, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Das war nicht so. Oh, das Kamelkissen. Dieses Kamelkissen hat zwei Höcker. Einen für dich und einen für einen Freund. Oh, wie süß. Habt ihr das gesehen, Leute? Das hat zwei Höcker. Für euch und einen Freund. Oh, das ist doch... Das ist herzallerliebst. Ich liebe es. Oh. So... Bevor wir da jetzt weitergehen. Ja, wir haben jetzt zwei Dinger. Oh, ich will auf das, was da oben fährt, weil da oben natürlich gerade was ist, was uns doch sehr interessiert. Ich springe da einfach fearlessly rein. So. Jetzt bleiben wir mal auf dem unteren. Ich hätte gerne die CD tatsächlich. Hoffentlich war die nicht. Hoffentlich war die da nicht oben bei den Kollegen da. Sieht nicht danach aus. Also ich hoffe es mal. Ich hoffe mal, dass es so in Ordnung ist. So. Ich mag die Musik drin, die ist toll. So, machen wir das schon mal aus. Wahrscheinlich wird die CD hier sein. Oh, das fängt ja wieder an. Warum gehe ich eigentlich hier hin? Das sieht nach CD aus. Ich hoffe, das sieht wirklich nach CD aus und nicht... okay, das sieht nach dem Ding aus. Das ist natürlich auch in Ordnung. Also nehmen wir auch gerne an. So ist nicht. Wir wollen ja nicht wählerisch sein hier bei den Sachen, die uns... Ach, wir haben die CD gefunden. Filzingen. Diese Musik läuft in Filzingen. Das ist doch... Ich. Ha. Super.
So, also wir machen hier echt guten Fortschritt. Die Perlen sind in der Lava versunken. Es muss wohl sein, Opfer werden wohl gebracht. Ab und an. Ich mag hier die Sachen im Hintergrund, die sind schön. So, souverän geschafft, würde ich mal dazu sagen. So. Schön. Ach, das war ein schönes Level. Ich mag Feuerwehr Auto Kirby. Finde ich schön. Haha, und einen Flicken kriegen wir auch noch. So, Gold. Haben wir. Eine Serie haben wir. Alle Schätze haben wir. So will ich das sehen, Leute. Die haben die Kerze gefunden. Huhu. Und wir haben dafür nur 6 Minuten gebraucht. Oh. Schön. So. Die Kerze müssen wir, glaube ich, hier hinjieten. Damit sich die Dunkelheit lichtet. Tatsächlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Gehirn. Jetzt ist das Gebilde da, die Dämmerdünen. Speicher. Ja, Biologen, wir müssen natürlich immer irgendwelche biologischen Strukturen überall sehen. Ein bisschen so Langweiler. Ah, nee, das hat so ein bisschen sein Gesicht da, aber sieht trotzdem für mich aus wie ein Gehirn. Ja gut, auf in die Dämmerdünen, Leute. Oh, das sieht ja richtig schön aus. Lasset uns dahin ziehen. Ach, ich hab so viel Spaß. So, jetzt habe ich nicht mehr Spaß. Das wird sein. Das Auto. Uff. Stimmt, ich muss ja... Oh, jetzt können wir uns nicht wirklich so toll... Ja. Wir können uns die Umgebung jetzt nicht so toll angucken, weil wir halt hier durchfahren müssen. So. Ich mich hier angeblich konzentrieren soll. Damit wir diesmal auch Erste werden. Okay, wir haben den fliegenden Teppich. Dieser Teppich kann zwar fliegen, aber am Boden ist er sicherer aufgehoben. So. Er fährt erstmal durch die ganzen Kakteen durch. So. Ah, Focus Mode. Ist aktiv. Okay, wir haben die Sanduhr. Mit Sternstaub gefülltes Gerät. Nach Ablauf der Zeit ist der Himmel voller Sterne. Ach, der Sternhimmel. Habt ihr schon mal den richtigen Sternhimmel gesehen? Der ist so wunderschön. Aha. Man muss aber dafür wirklich Berge hochkraxeln, wo man sich aber denkt, yo, Dämmerdünen-CD. So, wir haben alles. Jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Sehr schön. Nice. Ah, super. Wir haben alles auf Anhieb bekommen. Das war auch ein richtig gutes Level, weil ihr Auto. An sich sind die ja nicht so schlimm. Ich finde die ja nicht ganz sympathisch. Ach, wunderbar. Ja, mit den ganzen Perlen können wir danach ja ganz viele schöne Sachen kaufen. Sehr schön. Ja, der Tanz... nee, der ändert sich nicht, je nachdem, was wir gezogen haben. Auch nicht schlecht. So. Gold. Richtig geile Serie und alle Schätze. So will man das sehen. Haha. Schön, schön, schön. Ist langweilig, Kirby. Komm in deine Wohnung. Ich komme auch. Ja, tut mir leid. Wir haben gerade Sachen zu tun. Wie auch immer du heißt. So. Jetzt gehen wir in das Hurra-Land. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Ah, stimmt, das war die Spielzeug- und Kuchenwelt. Die sieht ja
süß aus. So. Ja, Leute, dann lasst uns in das Spielzeugfeld gehen. An das erinnere ich mich noch. An das habe ich noch Erinnerungen. Ja. Ja, guck mich jetzt nicht so an. Ich kann mich auch an Sachen erinnern. Nicht immer. Aber manchmal. Stimmt, das kann ich ziehen. Und dann haben wir alle richtig viel Spaß. Ich liebe das Geräusch, wenn sie hinfallen. Es ist so süß und knuffig. Wie die kleinen Waddledees. Der will uns aber wehtun. Den wickle ich um. Hui. Ich glaube, ich will da drauf landen. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich will da drauf landen. Aha. So. Und was haben wir hier gefunden? Ein paar Perlen. Nicht schlecht. So. Ich will die nicht aus Versehen wegballern, weil die ja hier einen wichtigen Service für uns veranstalten. Oh! Ein Entchen! Süß. Gut, dann warten wir, dass der da unten es wieder kriegt und dann können wir da drauf springen. Oder auch nicht. Muss ich natürlich auch anstellen. Haha! Ich habe es geschafft. Ich bin ganz nach oben gekommen. Und hier oben wartet auch ein Teddybär auf uns. Dieser Wachbär hat seinen Dienst quittiert, durfte aber die flauschige Mütze behalten. Der durfte seinen Wachbär. Der hat seinen Dienst quittiert. Worte, die man in Videospielen eigentlich nicht erwartet. Also, ich sag mal so, die man in einem Kirby jetzt nicht erwarten würde. Oh, es wurde zertreten. Ich bin schon, dass er da hinten immer noch panisch rumrennt. Hallo. Tja. Ohne dein Speer fühlst du dich jetzt nicht so mutig. So, wunderbar. Hui. Da ist ein Eingang. Ja, das hätte... Das hätte ins Auge gehen können. Ich will da rein. Ach, ich lande einfach unten. Ja, dann. Hehe. So. Aha. Ja, guck mal einer an. Was haben wir denn da? Ui. Der hat uns einfach abgeballert, der Kollege. So. Okay. Ah, wir können die Mütze abziehen. Haha. Und dahinter war ein Zinnroboter. Dieser Zinnroboter ist eine kostbare und bei Sammlern sehr begehrte Antiquität. Tja. Dass der so Haare unter der Mütze hat. Das ist nicht Betrug. So. Also jeder, der mal einen Fahrradhelm anhat, der... Ich dachte, das bleibt ein bisschen länger oben. Finde ich mal ganz ehrlich. Mein Fehler. Na, gerade sieht es mit den Perlen aber nicht so gut aus. Wir haben schon zwei. Wir haben schon zwei von den drei Sachen gefunden. Ja gut, dann gehen wir da mal nach unten. Gut, ich habe mich auch zweimal treffen lassen, von dem her. Da warte ich auch. So. Nee, Moment mal. Wo komme ich denn da unten hin? Aha.
Ja, da dachte sich das Spiel so. Kriegen wir das durchgeschummelt, dass man da nicht, dass die Charo da nicht reingeht? Ja. Tja, Spiel, nicht mit mir. Ich spiele Videospiele, seit ich 2 Jahre alt bin. So. Ja. So. Also wir haben es endlich bis Bronze geschafft. Ich fühle mich wie ein League. Gut, ich spiele eigentlich keine Ranked mehr. Einfach weil Ranked nicht gut für die mentale Gesundheit sind. So. Bam, bam. So. Whee! Aha. Ich sehe. Ja. So. Okay, da oben ist Schatz. Gut. Ist da oben noch mehr Schatz? Ja, da oben ist noch mehr Schatz. Ich aber gucken, ob vielleicht. Oh. Unten noch ein bisschen was mehr wäre. Sieht aber nicht danach aus. Also hier ist noch ein bisschen was man mitnehmen kann. Könnte. Tut und tut. Ich hätte gerne. Dankeschön. Ja, mehr ist aber auch nicht hier. Na gut, dann halt nicht. Auch in Ordnung. Whee! So. Aha. Kumpel, komm. Ich brauche mal deine Hilfe. Aber irgendwie ist hier echt nicht so viel. Kann das sein? Moment, ich habe gerade irgendwie voll das Déjà-vu. Hatten wir sowas Ähnliches nicht schon in einem Level? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr niedliches und süßes Level. So. Dann halt nicht. Scheint aber auch nicht so viel da zu sein, womit man hier arbeiten könnte. Ja gut. Gehen wir weiter und hoffen auf so... Nein, der Teddybär! Ach. Er weint. Oh nö. Nicht weinen, Teddy. Warum weint denn der Teddy? Guck mal. Oh, weil sein Fuß aufgeknüpft ist. Och nee, komm, das machen wir schnell fertig und dann ist gut. Oh, er gibt uns einen Lolli. Danke, Teddy. Du musst nicht weinen. Ach, nur nicht weinen, Farley. Oh. Was kommt denn jetzt? Kommt jetzt wieder der große Roboter? Nee. Oh Gott. Ist natürlich super. Nein. Dingenskirchen hier. So. Ich halte das in das Mikrofon mal. Ach. Ach, das war ja das hier.
Ja, das läuft ja bisher ganz in Ordnung. Da oben ist so ein Dingsbums. Damit ich hier durch kann. Ist doch schon mal toll. Ah, nein! Nein, die CD! Kirby! Ah, die CD! Oh. Also, wir haben die CD vom Spielzeugfeld. So. Haben wir jetzt eigentlich alles hier im Spielzeugfeld? Was ist das denn? Mal schauen. Oh, ein Anhänger. Ich weiß zwar nicht, was der macht, aber ich finde ihn toll. So. Gut, wir haben Gold. Wir haben alle drei Anhänger. Ach, sehr schön. Ich kann mich wieder normal hier hinsetzen, das Mikrofon auch. So heben, dass es still steht. Gut. Das war lustig. Ich glaube, es war zu spät. Egal. Ja, zu Kirby, den habe ich ja vollkommen vergessen. Ja, cool. Cool, cool, cool. Und 21, 22 Minuten. Das ist doch. Ist doch so eine tolle Zeit. Ist das eine. Was haben wir denn da bekommen? Ah, sehr schön. Perlen, wir haben alles gefunden. Toll. Toll, toll, toll. So, wir haben einen Hammer gefunden. Ein Hammer. Hammer ist halt schon der Hammer. So, dann schmeißen wir den Flicken noch ans andere Ende der Map. Okay. Der König DDD Spielzeughammer. Das Pilzfeld, ja. Da gehen wir beim nächsten Mal hin, Leute. Denn das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif.